Willkommen zu diesem Spiel heute Abend, liebe Zuschauer. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Ihre beiden Kommentatoren sind Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und ich glaube, das dürfte heute eine richtig interessante Begegnung werden. Holstein Kiel gegen 1. FC Köln. Bei den beiden Teams ist Spitzenfußball garantiert. Das wird hochklassig. Hier ist die Aufstellung von Holstein Kiel. Die Nummer 25. Phil Neumann. Die Nummer 24. Hauke Wahl. Die Nummer 19. Simon Lorenz. Da sehen wir die Aufstellung. So spielt der Gastgeber heute. Wir wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Jason Lee, die Nummer 26. Jonas Meffert, die Nummer 8. Alexander Mühling, die Nummer 31. Schauen wir kurz auf die erste Hälfte des 1. FC Köln heute. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. Vielen Dank, wir legen los. Die Anhänger des 1. FC Köln verbindet ja seit einigen Jahren eine tiefe Freundschaft mit den Fans von Borussia Dortmund. Wie kam es denn dazu, Buschi? 2011 war das. Der FC gewinnt gegen Leverkusen, gerade gegen Leverkusen, und verhilft damit dem BVB so zur Meisterschaft. Das werden die Schwarz-Gelben ihnen nie vergessen. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Hauke Wahl. Ist hier immer noch am Ball. Meffert. Da können Sie erstmal klären. Salih Özcan. Ja, klasse Pass. Wolf. Jetzt in der Anspielstation. Benno Schmitz, Salih Özcan und André Duda lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. André Duda, ein guter Block hier. Mühling. Meffert. Lee Jae-sung. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Salih Özcan. Duda. Der FC hier in der Vorwärtsbewegung. Hector. Guter Pass jetzt. Er hält ihn. Unglaublich. Das war eine tolle Chance. Und da muss er schon sein ganzes Können zeigen. So, Ecke kommt. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Da prallt der Ball mehr von ihm ab, als dass das ein richtiger Kopfball gewesen wäre. Und somit kein Wunder, dass das nicht gefährlich wird. André Duda. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Schöne Flanke jetzt. Da erobert er den Ball. Und Köln hier mit dem Ball gewinnen. Das schönste Geschenk. Guter Vorstoß, kann was werden. Wenn Sie noch kein Dauerkartenbesitzer sind, haben wir auch unsere Keins. Er pfeift sie zurück, es gibt Abseits. Seien Sie dabei, immer. Vielen Dank.
Lee Jae-sung. Gute Aktion. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Es ist eng. Die Zahlen drücken das klar aus. Keiner mit Vorteilen beim Ballbesitz. 0-0. Beide tun sich schwer, Akzente zu setzen. Wir sehen kaum Torchancen. Noch steht sie unentschieden, aber sie machen viel Druck. Hector. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Jonas Hector mit dem Ball. Er holt den Ball hier ganz stark. Lee Jae-sung. Der Ballverlust. Hector. Salih Özcan. Läuft der Ball sehr gut. Keins. Hector hat ihn wieder. André Duda. André Duda. Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Jetzt ist erstmal Pause. Hoffen wir, dass uns die nächsten 45 Minuten mehr Freude bereiten. Jetzt ist noch ein bisschen Platz nach oben. Da schließe ich mich an, Wolf. Die erste Hälfte leider nicht wirklich prickelnd von beiden Teams. Da sollte mehr gehen. Hector. Unglaublich, das war eine tolle Chance und da muss er schon sein ganzes Können zeigen. Der FC mit dem Anstoß, es geht weiter. Ja, der zweite Abschnitt läuft. Hector. Pass auf den Flügel. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Aber er muss aufpassen. Weiter die Kölner. Ball ist jetzt wieder weg. Van den Berg. Mühling. Jetzt ist die Kugel weg. Salih Özcan. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Sie lassen den Ball hier gut laufen. Sebastian Andersson. Klasse Pass, könnte was werden. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Van den Berg. Meffert. Mühling. Wird Einwurf geben. Benno Schmitz. Salih Özcan. Hector. Sebastian Andersson. Duda. Hat jetzt Anspielstation. Sie geben den Ball bis jetzt wieder ab. Sie kommen, sie machen das sehr clever. Hier liegt die Führung so langsam in der Luft. Er passt gut auf und hat den Ball.
Duda. Hector. Jetzt sind sie am Ball. Finn Bartels. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Bartels. Meffert. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Geht dazwischen und hat den Ball. Finn Bartels. Ball geht direkt wieder zurück. Finn Bartels. Macht er gut. Regulär sind es noch 7 Minuten. Sebastian Andersson. Das könnte die letzte Gelegenheit sein. Wenn sie jetzt treffen, gewinnen sie das Spiel. Da lege ich mich fest. Wolf. Abwehr muss aufpassen. Weiter die Kölner. Marius Wolf. Jetzt kommt hier der Wechsel. Nicht mehr dabei. Die Nummer 18, André Duda. Neu im Spiel, die Nummer 24, Dominik Drexler. 1 Minute gibt's obendrauf. Van den Berg. 1 Minute noch. Das war's für heute. Es bleibt hier also bei diesem Unentschieden. Ja, das war kein besonders spektakuläres Spiel heute. 0-0. Das haben wir schon besser gesehen. Hector. Er hält ihn. Unglaublich, das war eine tolle Chance und da muss er schon sein ganzes Können zeigen.